Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht das, irgendwas ist anders. Maxim sitzt nicht im Studio, Maxim ist im Auto, es ist kein Vlog. Was könnte es sein? Ich dachte mir, ich nehme euch heute mal live zum Shoppen mit, zu Action, denn bei uns hat in der Nähe ein neuer Action aufgemacht und wenn es neue Läden gibt, da bin ich natürlich immer ganz mit dabei oder gerne mit dabei. Wir gehen gemeinsam in den Action. Wir schauen mal, was wir finden. Mein Ziel ist es heute, schon mal so ein bisschen nach Weihnachtsdeko zu schauen. Bin ich ehrlich, macht mir immer am meisten Spaß. Und vor allen Dingen so ein paar Mitbringsel vielleicht. Wir sind jetzt in den nächsten Tagen oft bei immer mal jemandem eingeladen. Und ich mag es nicht, zu Leuten zu gehen und nichts da zu haben. Es reicht ja nun so eine Kleinigkeit. Alkohol verschenke ich nicht. Finde ich doof. Und deswegen dachte ich mir, vielleicht finde ich so ein paar Kleinigkeiten. Wir gehen jetzt gemeinsam einmal in den Action rein. Und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß dabei. Ist ein neues Format. Wenn euch das gefällt, zeigt mir das gerne in den Kommentaren mit einem Daumen nach oben. Wie ihr wollt, teilt das Video gerne. Wenn ihr daran Spaß habt, dann können wir das gerne öfter machen. Ich glaube, heute muss ich mich mal erstmal noch so ein bisschen rantasten, wie ich das mit dem Film mache, wie ich das mit dem Ton mache. Aber wir kriegen das hin. Ich bin ganz optimistisch und freue mich. Okay, es geht los. Der Action ist komplett neu und ich musste mich erstmal so ein bisschen mit dem Laden vertraut machen, habe mir einfach mal einen Überblick gemacht. Und das finde ich ganz spannend, aber das würde ich niemals kaufen. Das sind so Nahrungsergänzungsgummibärchen. Ihr wisst, was ich davon halte. Ist meiner Meinung nach Quatsch, wenn man halbwegs vernünftig ist. Deswegen habe ich sie auch gleich wieder zurückgestellt. Die haben ein bisschen Vitamin E, ein bisschen Vitamin C, ist eine Orange. Aber ihr kennt mich, ich muss natürlich in die Süßigkeitenabteilung. Ich finde, Action hat einfach die besten Süßigkeiten und direkt gegenüber für kleine Kinder bzw. Babys fand ich mutig. Aber auch hier, man sieht ein paar Markenprodukte. Ich finde das wirklich immer ganz spannend, dass Action so viele verschiedene Sachen hat. Die Socken kann ich euch empfehlen von Action. Die sind wirklich, wirklich gut. Die halten auch verhältnismäßig lange. Und ja, also diese gebackenen Dinger hier, am besten sind die mit Aprikose. So lecker. Ich kann es dir keinem erzählen. Die sind einfach richtig lecker. Ich bin dann direkt in die Kosmetikabteilung gegangen, aber irgendwie hat mich da heute gar nichts angesprochen. Ich habe mir den einen Duft mal angeschaut, der war okay, aber für 7 Euro dachte ich mir, nee, das muss nicht unbedingt sein. Manchmal gibt es wirklich ein paar Volltreffer, manchmal aber auch nicht, auch hier, ne? Manche Markenprodukte, aber irgendwie war ich heute nicht so in Pflege oder in Make-up-Stimmung. Vielleicht fahre ich da in den anderen Action in den nächsten Tagen nochmal. Einfach um ein bisschen was zu schauen. Da habe ich aus Versehen was verdeckt. Aber das finde ich ganz spannend. Auch hier wirklich Jean and Len Badetraum, vegan und pflegt. Das roch extrem gut. Und meine gute Freundin Eliza hat auch ein paar Sachen rausgebracht. Von denen habe ich ja wirklich schon viele Produkte getestet. Wir hatten Seren und Eliza hat jetzt auch Primer rausgebracht. Hier war einer, der hat so ein bisschen Feuchtigkeit gespendet. Und es gab auch einen, der Poren minimierend war. Wenn ihr wollt, fahre ich nochmal hin und hole das Ganze für euch und für ein extra Video. Hier, super cool, habe ich so auch noch nie gesehen. Damit kann man Sneaker oder Schuhe wieder ein bisschen heller kriegen. Ich denke mal, das funktioniert ganz gut auf so Kunstlederschuhen oder auf sehr hellen Sneakern. Und das absolutes Must-Have, das habe ich auch mitgenommen, das seht ihr gleich in dem Haul. Das ist ein Anti-Wasserspray, damit wird es so ein bisschen wasserfester. Die Teller, boah, ich hätte die so gerne mitgenommen. Ich sammle ja diese Hermes-Teller, aber es waren einfach zu wenig da. Das hätte nicht gereicht, deswegen habe ich sie wieder weggestellt. Und hier ist es für uns, auch das habe ich mitgenommen, das kleine Waffeleisen. Gab es auch einmal für zwei, wenn es ein bisschen mehr werden soll. Popcornmaschine fand ich auch toll. Den habe ich einfach mal mitgenommen und dann ging es in die Weihnachtsabteilung. Und da bin ich ehrlich, das hat mich richtig, richtig glücklich gemacht. Da es gab einfach so viele verschiedene Kugeln in wirklich auch schönen Farben. Ich fand diesen Braunton total schön. Ich muss mal mit Danny fragen, in welcher Farbe wir dieses Jahr schmücken wollen. Und dazu in Kombination vielleicht diese Grünkugeln, ne? Und als Highlights ein paar von diesen Kupferkugeln. Der Preis war okay. Ist jetzt auch nicht ganz so günstig gewesen. Aber die zwei zusammen, absolut, absolut schön. Die habe ich auch einmal mitgenommen. So kleine Hängerchen. Ich bin ja nicht so die Bastelmaus, wenn ich ehrlich bin. Aber so manchmal so ein paar Kleinigkeiten, die kriege ich hin. Auch die fand ich ganz süß, aber ich finde, bei Weihnachten ist es oft so, es ist, manchmal ist es schön und es geht aber auch ganz schnell ins Kitschige. Da war ich mir ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Die Tasse, unglaublich kitschig, wirklich unglaublich kitschig, aber ich habe zwei davon mitgenommen. Genau aus dem Grund, weil ich ja jemanden mal so ein kleines Mitbringsel machen wollte. Ne? Wenn du unterwegs bist oder so, machst du ein paar Kekse mit rein, hast ein kleines Mitbringsel. Falls ihr bastelt,
Das fand ich toll. Das waren so große Bögen mit Papier, gab es auch gleich noch mal ein kleiner, mit verschiedenen Mustern drauf. So weihnachtlich alles, ne? Mit Sternchen, mit Holz und so ein Karo-Muster. Fand ich super. Wenn man Karten bastelt, ist, glaube ich, bei Action eh, ne? So für Bastelmäuse ist Action, glaube ich, schon was. Das Kleine, da war ich kurz davor, das mitzunehmen. Da hättest du einfach in der Hälfte falten müssen und dann hast du eine schöne Weihnachtskarte. Da ärgere ich mich gerade, dass ich das leider nicht mitgenommen habe. Aber fand ich irgendwie süß. Hatte auch so ein kleines Foliendesign mit drauf und sah sehr, 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 sehr hochwertig aus. Generell, es war so viel für Weihnachten. Falls ihr kleine Häkelmäuse seid, könnt ihr euch so einen kleinen Weihnachtsmann häkeln. 4,49 Euro. Ich habe da nicht so die Erfahrung, wie lange man für sowas braucht, ob das schnell geht oder nicht. Aber den Häkelweihnachtsmann, den fand ich ganz süß. Oder? Was sagt ihr? Vielleicht habt ihr ja eine kleine Meinung dazu, dann schreibt mir das mal. Auch hier, auch das fand ich süß. Aber für sowas habe ich leider immer nicht so die Ruhe. Das war so ein Weihnachtshaus aus Holz, das war schon so vorgefräst. Das musstest du dann da raustrennen und dann hättest du das so zusammenstecken können. Fand ich süß, aber ich würde es am Ende nicht machen. Da zeige ich euch nochmal kurz das Waffeleisen. Irgendwie war das ganz cool. Bei der Putzabteilung, auch da hat mich irgendwie dieses Mal, vielleicht hatte ich aber auch nicht die Ruhe, weil ich so aufgeregt war wegen des Films. Pink Stuff kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht empfehlen. Völlig überhyped, nur weil es pink ist, gefällt mir das nicht. Kostet 1 Euro mehr als alles andere und macht meiner Meinung nach nicht so sauber. Der auch ziemlich, ziemlich gut. Und die fand ich ganz cool. Ich habe ja hier keine Kerzen im Haus an. Das sind so wiederaufladbare Teelichter direkt mit so einer Unterlage. Fand ich ganz spannend. Habe ich dann aber doch nicht mitgenommen, weil ich 7 Euro für 4 Teelichter wirklich sehr, sehr sportlich fand. Ich habe aber trotzdem nochmal so durch die Kerzen geschaut, weil auch das etwas ist, was man immer ganz gut verschenken kann. Die rochen auch ganz gut. Die waren elektrisch. Aber da hätte ich dann wieder eine Batterie dazu kaufen müssen und ich habe ja sowas schon. Ne? Ich will ja nicht so viel kaufen, was ich nicht unbedingt brauche oder was ich vielleicht schon habe. Da habe ich auch mal den Globus. Das war der einzige Punkt, wo ich mich hätte auch mal mitfilmen können. Aber irgendwie fand ich es diesmal teilweise super, super süß und dann auch ganz schnell wieder kitschig. Diese Baskets in diesen grünen Erdtönen, wunderschön. Ich hatte ihn erst im Warenkorb mit drin. Habe mich dann aber doch dagegen entschieden, weil ich ehrlich gesagt einfach nicht wusste, was ich damit machen soll. Wir haben so viele Körbe schon hier und nur weil der schön war. Nein, Maxim, den brauchst du nicht. Aber das Braun und dieses Grün, richtig schön, der war ein bisschen größer bei den Kerzen. Da müssen wir jetzt ganz genau mal drauf achten, weil ich habe was richtig Cooles. Einmal diese goldene Amberkerze und eine, die ich euch gleich im Live-Hall zeige. Kerzenauswahl, phänomenal. Die von Airwick, sehr intensiv. Wenn ich mir Kerzen anmachen würde, würde ich diese anmachen. So, und da bin ich jetzt auch endlich zu Hause. Ich wollte euch die Sachen nochmal hier in der Kamera zeigen und mit euch nochmal ein bisschen intensiver über die Produkte reden. Ich glaube, im Auto ist es immer nicht ganz so schön und so einfach. Was habe ich ausgegeben? Ich habe bezahlt 29,71 Euro. Und ich muss sagen, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Erstmal natürlich so ein neuer Action ist natürlich immer super spannend. Und es gab auch wirklich ein paar schöne Produkte. Ich glaube, was mein Problem heute war, ist, dass ich nicht so viel Zeit hatte, um wirklich durchzugehen und zu schauen, was ich haben möchte, sondern ich wusste genau, in welche Richtung ich will und habe dann auch demnach nur das geholt plus vielleicht das ein oder andere Schätzchen. Was man nicht unbedingt brauchte, das ist aber immer das Schöne bei Action oder bei so Läden wie Action, dass man da auch Dinge sieht, die man vielleicht nicht unbedingt braucht. Wir starten mit dem Schönsten und das sind diese beiden Produkte hier. Das ist einmal Gingerbread Cookies, Raumduft, Zimt und Honig. Erstmal, ich liebe ja dieses Schottenkaro. Liebe ich sehr. Hier kann man sogar öffnen. Oh wow, das habe ich gar nicht gesehen, dass man das hier riechen konnte, aber ich hatte ja an der Kerze gerochen. Erstmal sieht das wunderschön aus. Und zweitens ist es sehr intensiv. Es riecht extrem intensiv nach Zimt. Auch die Kerze hier. Ich finde die Verpackung sehr süß. Ne? Du hast hier hinten gleich etwas um... Jetzt hängst du damit ja nicht auf. Aber es sieht so ein bisschen aus wie ein kleines Geschenk. Und es riecht vor allen Dingen wirklich intensiv nach Honig und nach Zimt. Ich mag das Design davon sehr gerne. Den Raumduft werde ich auf jeden Fall ins kleine Wohnzimmer hier unten stellen. Kerzen mache ich hier nicht an. Das ist ja etwas, was man dann vielleicht mal so als kleines Mitbringsel mitbringen kann. Ich finde, das sieht immer gleich schon so ein bisschen aus wie ein Geschenk, wenn das schön verpackt ist, wenn es eine schöne Verpackung hat, ein schönes Label hat. Das passt jetzt zwar nicht in diese super kitschigen Tassen, aber man ist ja vielleicht auch bei zwei verschiedenen Personen eingeladen. Bleiben wir gleich bei den Tassen. Ja, also ich finde die persönlich wirklich furchtbar hässlich, aber irgendwie auch süß.
Sie ist recht groß. Wir haben hier einmal so einen kleinen Lebkuchenmann drauf. Henkel in Gold, der Boden in Gold und oben der Kranz ist auch nochmal in Gold. So, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe zwei verschiedene. Ich habe einmal hier welche mit so einem Auto und einem Weihnachtsbaum und einem Lebkuchenmann. Ich glaube, vielleicht verschenkt man dann einfach beide zusammen. Ja, also ich habe es ja eben schon im Auto gesagt. Ich persönlich finde es immer schön, wenn man irgendwo eingeladen ist und so eine kleine Anerkennung mitbringt. Das muss ja nichts Großes sein. Ich verschenke nicht gerne Alkohol. Ich mag das nicht. Damit man nicht mit leeren Händen kommt, ist das immer ganz gut. Ich will halt auch nicht immer, ich habe ja hier zum Beispiel ganz viel Kosmetik, aber ich will halt auch nicht immer nur Kosmetik mitbringen, weil ich habe immer das Gefühl, das wirkt dann so ein bisschen knauserig. Und das ist etwas, was nicht mit meiner Arbeit zu tun hat. Und deswegen darf ich das mitbringen. Das hier durfte ich auch einmal mitbringen. Da bin ich sehr gespannt. Textil- und Ledercoat Lasting Elasticity. Ein wasserabweisendes Spray für die Schuhe, gerade im Winter. Ich will mit denen demnächst nochmal in die Stadt fahren. Ich habe so einen schönen Schuhladen gefunden, der macht die Schuhe selber handgemacht und die sind wirklich recht günstig. Und ich will trotzdem, dass sie einfach lange halten. Ich hatte mir vor 2 Jahren ein paar gekauft und die sehen immer noch top in Schuss aus. Und damit ich die noch so ein bisschen verlängern kann, gerade wenn es jetzt nass wird, ne? Und dann das Salz beispielsweise auf den Straßen ist immer super schlecht für die Schuhe. Kann ich mir vorstellen, dass das was ganz Gutes ist, war jetzt auch nicht so teuer. Das lag jetzt bei 1,99 €. Ein Bottich Bleiche habe ich mitgenommen, Chlor. Was ist Hygienereiniger? Das hier mit Chlor für Socken, für weiße Sachen, für Bettwäsche, für das Bad. Ganz wichtig, ich möchte es nochmal sagen, weil ich vielleicht auch ein paar jüngere Mäuse hier habe, die das sehen. Die Alteingesessenen werden es wahrscheinlich schon wissen. Wenn ihr mit Chlor reinigt, reinigt mit nichts anderem. Mischt niemals, niemals irgendetwas anderes mit Chlor. Also nicht, weiß ich nicht, Chlor in den Ausfluss gießen und dann mit irgendeinem anderen Reiniger das Waschbecken ausputzen. Lasst es. Nur eins wegspülen mit viel Wasser und dann könnt ihr weitermachen. Chlor und andere Sachen. Die verbinden sich und dann entstehen diese Chlorgase, die hochgiftig sind. Deswegen seid ihr immer vorsichtig. Apropos Putzen, ich habe mir hier von Spargo noch was mitgenommen. Das sind diese feuchten Bodentücher. Man kann die auch wohl selber machen. Oder man kauft sie von Spargo und nicht von Swiffer. Ich hatte die neulich mal von Swiffer gekauft, war mir zu teuer. Und was mich genervt hat, ist, dass du halt immer nur eine Seite davon benutzen konntest. Und also ich bräuchte, um das ganze Erdgeschoss nur mit diesem Swiffer zu wischen, bräuchte ich, glaube ich, 6 oder 7 Blätter. Das ist mir zu teuer, deswegen habe ich das mitgenommen. Das benutze ich auch nur punktuell, wenn beispielsweise eine Katze sich ihr Essen zweimal durch den Kopf gehen lassen hat. Ansonsten kannst du auch einfach einen Wischmopp rausholen, bin ich ehrlich. Das durfte auch noch mit. Das sind diese Anhängerchen. Entweder hier vielleicht an die Tasse mit dran oder an ein Geschenk. Ich finde, das sieht immer ganz süß aus, wenn man noch so was Kleines Baumendes dran hat. Und dazu habe ich dann auch noch dieses Geschenkband mitgenommen. Wie viel ist denn hier dran? 1 Meter? 2 Meter. Na, ist nicht ganz so viel. Aber um vielleicht so ein kleines Highlight zu setzen oder vielleicht auch eine süße Idee, wenn ihr vielleicht Weihnachten bei euch zu Hause ausrichtet, damit so ein Tischläufer oder so kann ich mir gut vorstellen, das vielleicht an die Plätze ums Besteck wickeln oder so, glaube ich, ist eine ganz süße Sache. Und zum Abschluss hier nochmal dieses kleine Waffeleisen. Ist natürlich total unnötig gewesen, absolutes Verpackungsopfer, ne? So diese pastelligen, bunten Farben, damit kriegst du mich ja von George Wilkinson. Dafür, dass es ihn seit 1931 geben soll, habe ich noch nie was von ihm gehört. Aber ich probiere da mal gesunde Waffeln draus zu machen. Ich habe gelesen, dass man irgendwie mit Ei und Mehl und ohne Zucker ganz gesunde Waffeln machen können soll. Das probiere ich nachher mal aus. Bin ich gespannt, wie das Ganze funktioniert. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem kleinen Action-Live-Fall. Schreibt mir doch gerne einfach mal in die Kommentare, ob wir das öfter machen sollen. Wir können das gerne auch bei DM, bei Rossmann, bei Müller. Ja, Müller habe ich hier nicht. Schreibt mir einfach, ob es euch gefallen hat. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss!